Kitchen Ham kennt sich aus mit Haustieren. Sie ist Expertin für die Frage, welches Tier passt zu mir? Ganz egal, für welches Tier Sie sich begeistern, ich zeige Ihnen, worauf Sie unbedingt achten sollten. Heute im Haustiercheck, ob das gut geht, 5 Kaninchen sollen vergesellschaftet werden. Für Corinna und Shandor eine echte Zitterpartie. Ja, ich bin gerade ziemlich aufgeregt. Mein Puls ist extrem hoch, mein Herzschlag ist auch sehr schnell geworden. Die Sorgen sind berechtigt. So eine Vergesellschaftung, die kann auch missglücken. Und damit muss man immer rechnen, dass es heute hier auch schief geht. Außerdem, die 9-jährige Emilia weiß nicht mehr weiter. Kate, kannst du mir helfen, weil ich möchte einen eigenen Hund. Mein Vater will nicht. Wird sich Emilias Traum dennoch erfüllen? Und Maine Coon Mix Kitty ist ein echter Wildfang und hält Tatjana und Noh ordentlich auf Trab. Kann ein passender Spielgefährte die Katze bändigen? Heute habe ich einen meiner vielleicht schwierigsten Fälle im Haustiercheck. Dabei geht es nicht um bissige Hunde oder scheue Katzen, sondern um die Vergesellschaftung von Kaninchen. Kaninchen gelten ja immer als so niedlich und besonders friedfertig. Aber wenn man sie zusammensetzen möchte, ja, da kann es zu ganz schön heftigen Kämpfen kommen, wenn die Gruppenkonstellation nicht stimmt. Corinna und Shandor leben in einem Haus mit großem Garten. 10 Quadratmeter davon gehören ihren geliebten Hausgenossen, den Kaninchen. Doch anstatt gemeinsam durch das Gehege zu hoppeln, sind die 5 Tiere in 2 Gruppen aufgeteilt. In ein Trio und ein Paar. Das soll sich jetzt endlich ändern. Unser größter Wunsch ist, die 5 Kaninchen miteinander zu vergesellschaften, dass die halt irgendwann friedlich zusammenleben. Aber wir haben halt Angst vor der Vergesellschaftung. Die aktuelle Situation ist für alle Beteiligten unbefriedigend. Beide Kaninchengruppen können immer nur kurz und getrennt voneinander ins Gehege. Während das Trio gerade den Freilauf genießt, muss die Zweiergruppe im Stall warten. Nach einiger Zeit wird dann gewechselt. Stress für Tiere und Halter. Corinna und Shandor brauchen dringend Kates Hilfe. So, das sind also eure Kaninchen. Ja. Zumindest die eine Gruppe eurer Kaninchen, ne? Genau. Wer ist denn jetzt hier? Eine Hälfte. Ja, und zwar haben wir da hinten in der Ecke einmal die Hesin, das ist die Finny. Die ist circa 8 Monate alt. Dahinter sitzt der Findlay, der ist ungefähr 10 Monate alt. Hier oben im Stall haben wir von der Hesin den Bruder, den Gizmo, der ist halt auch 8 Monate alt. Okay, also alle ungefähr im gleichen Alter. Genau, alle unter einem Jahr. Mhm. Und das funktioniert ganz gut mit denen? Das ist eine harmonische Gruppe? Ja, die 3 harmonieren sehr gut miteinander, die kommen also sehr gut miteinander klar. Ja. Das Duo ist erst vor kurzem dazugekommen. Der schwarz-weiße Lucky und der graue Baloo. Die jungen Rammler sind kastriert und verstehen sich gut. Auch gegenüber Menschen sind die beiden zutraulich. Einen hat Corinna ganz besonders ins Herz geschlossen. Baloo würde ich so quasi als kleinen Hund betrachten. Der ist also richtig zahm. Er mag es unheimlich, gestreichelt zu werden, gekrault zu werden. Mhm. Er gibt einem Küsschen. Also er ist wirklich ein ganz schmusiges Kaninchen. Doch Baloos erster Kontakt mit dem Trio verlief nicht gut. Die Bissverletzungen am Ohr zeugen davon. Wie lief das mit der Zusammenführung von Baloo und den anderen Kaninchen? Ja, das war so, wir hatten ihn einen Tag bei der Züchterin abgeholt. Und die Züchterin gab mir dann den Tipp, ich sollte ihn mit dem Urin von den anderen einreiben, damit er halt nach ihnen riecht und könnte ihn dann auch direkt zu den anderen setzen. Und das hatte ich dann auch gemacht. Ja, und das ging vielleicht 2-3 Minuten gut und dann stürzten sich also alle 3 auf den kleinen Baloo und ich habe ihn natürlich auch sofort aus dieser Situation dann auch rausgenommen. Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Er tat mir einfach nur noch leid, weil er halt auch geschrien hat und ich hatte also Tränen in den Augen und das geht einem wirklich durch Mark und Bein. Ja, das war schlimm. Ja, das ist ein gängiger Tipp, ein neues Kaninchen mit dem Urin der alteingesessenen Kaninchen einzureiben. Aber Kaninchen sind nicht doof.
die wissen, dass dieses Tier vorher nicht da war. Vor allem, wenn sie schon so lange in einer Gruppe zusammenleben. Und was sie dann machen, ist, dass sie das Tier attackieren. Also die sind nicht gastfreundlich. Die freuen sich nicht über neuen Artgenossen im eigenen Revier. Kaninchen sind sehr territorial. Babykaninchen haben keinen Welpenschutz. Man kann sie nicht einfach in eine fremde Gruppe hineinsetzen. Wenn überhaupt, dann gilt das innerhalb der eigenen Gruppe. Also wenn Kaninchenbabys in die Gruppe hineingeboren werden, dann werden sie dort akzeptiert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man eine Gruppenzusammenführung plant, dass die Tiere mindestens 4 Monate alt sein müssen. Vorher ist die Haut einfach viel zu dünn und sollte es zu Kämpfen führen, ja, dann kommt es ganz schnell zu heftigen Verletzungen. Auch Geschlecht und Charakter spielen bei Kaninchengruppen eine große Rolle. Harmonie herrscht bei einem Gleichstand von kastrierten Rammlern und Weibchen sowie in reinen Kastratengruppen. Bei Corinna und Shandor jedoch sollen 4 Rammler mit einer Häsin zusammengeführt werden. Eine Herausforderung. Doch wenn das klappt, können die 5 Kaninchen nicht nur im Gehege, sondern unter Aufsicht auch im gesamten Garten gemeinsam herumtollen. Also wir können das versuchen mit der Zusammenführung, aber euch muss klar sein, dass es dabei wirklich zu harten Auseinandersetzungen kommen kann. Okay. Und eventuell auch, dass es nicht glückt. Mhm. Und dann wäre natürlich die Folge, dass ihr sie für immer getrennt halten müsst. Würden sie ja nicht abgeben deswegen oder sonst irgendwas. Wäre natürlich schöner, wenn die zusammenkommen würden. Mhm. Aber klar, auf jeden Fall versuchen. Versuch ist immer wert. Finde ich auch. Aber man muss wirklich auch Nerven haben bei so einer Kaninchenzusammenführung. Ihr glaubt, ihr schafft das? Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt, wenn es soweit ist. Und mein Herz wird sicherlich höher schlagen. Aber ich muss da durch. Also ich versuche das nervlich durchzustehen. Vielleicht klappt es ja auch besser, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Und ja, warten wir einfach mal ab, was passiert. In der Nähe von München erwartet Kate mit Emilia ein ungewöhnlicher Beratungsfall. Das Mädchen hatte sich per Videobotschaft mit einem besonderen Wunsch an die Haustierexpertin gewandt. Ich bin Emilia, bin 9 Jahre alt und möchte einen eigenen Hund. Kate, kannst du mir helfen? Mein Vater will keinen eigenen Hund. Nachbarshund Paul ist seit einem Jahr Emilias treuer Begleiter. Doch das wird sich bald ändern. Emilia, was ist denn das Problem? Du hast doch einen Pflegehund, das reicht doch, oder nicht? Nein, weil er wegzieht und dann bin ich halt alleine. Ich habe niemanden mehr zum Spielen. Und wenn ich dann auch spazieren gehen will, ist er nicht mehr da. Und bist du traurig, dass er wegzieht? Ja. Wieso bist du traurig? Weil ich ihn liebe. Oh. Ganz klar, Paul ist Emilia ans Herz gewachsen. Regelmäßig toben die 2 über Wiesen und Felder, immer in Begleitung eines Erwachsenen. Der Rüde durfte auch schon mal bei Emilia übernachten. Sichtlich genießt auch Paul die gemeinsame Zeit mit der 9-Jährigen. Aber es gibt ja noch 2 andere Personen, die bei dir mit in der Familie wohnen, ne? Also meine Mutter möchte auch gerne einen Hund. Aha. Mein Vater eher nicht. Okay, was hat er denn? Weil er angeblich sagt, wir haben keine Zeit dafür und sowas. Ja. Und was meinst du? Ich möchte unbedingt einen Hund haben. Und ich möchte auch meinen Eltern zeigen, dass ich es schaffe, einen Hund zu haben. Okay. Emilia und Paul, das ist wirklich ein tolles Team. Emilia konnte erleben, wie schön es ist, eine echte Freundschaft zu einem Hund aufzubauen. Ja, und jetzt soll Paul wegziehen. Da wird der Trennungsschmerz wirklich groß sein. Aber ein Pflegehund ist immer noch etwas ganz anderes als ein eigener Hund. Hier sind besonders 2 Personen gefragt, die Eltern von Emilia. Deshalb interessiert mich jetzt deren Meinung. Was halten Sie von Emilias Plan, dass ein Hund in diese Familie passt? Emilia wohnt mit ihren Eltern am Stadtrand. Zur Wohnung gehört ein Garten. Gute Voraussetzungen für die Hundehaltung. Ich bin der Thomas. Hallo, Servus. Hallo, ich bin Ines. Hallo, Ines. Ja. Die beiden arbeiten im Schichtdienst, damit immer jemand zu Hause ist. So. Emilia hat da einen ganz großen Herzenswunsch. Wie seht ihr das denn? Ja, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltender, weil die 2 Mädels, die sind da sehr euphorisch und schießen da auch schnell übers Ziel. Und ich versuche denen halt die Vor- und Nachteile darzulegen. Und ich sehe halt auch die große Angst. Ich meine, Angst habe ich jetzt nicht, aber dass die Arbeit im Endeffekt an uns beiden oder an mir hängen bleibt. Ne? Weil die Emilia auch sehr bei der Sache ist, aber irgendwann vielleicht die Euphorie dann etwas nachlässt. Mhm. Wie siehst du das?
Ich unterstütze den Wunsch meiner Tochter völlig. Ich möchte ja unbedingt auch schon seit Längerem einen Hund. Ich freue mich darauf, weil ich einfach wieder auch ein bisschen Aktion in mein Leben bringen möchte. Und ich glaube, dass ein Hund ein guter Weggefährte ist und einfach eine treue Seele ist. Ne? Und das wird unser viertes Familienmitglied. Das, was du dir wünschst, stimmt. Aber euch muss auch klar sein, der Hund, der bei euch einzieht, der wird den Auszug von Emilia noch erleben. Hunde werden ja 12, 13, 14 Jahre alt in Pauls Größe. Und wenn es so ein Hund sein soll, ja, dann wird er die Zeit mit Emilia überdauern. Und das heißt, der Hund ist euer Hund, der wird hier bleiben. Hunde können Kinder auf ganz vielen Gebieten fördern. Sie bringen sie zum Beispiel an die frische Luft, dadurch kommen sie in Bewegung und sind sportlich. Sie bringen sie auch in Kontakt mit ganz vielen anderen Menschen, weil Hunde haben eine Brückenfunktion. Wir kommen schneller ins Gespräch miteinander. Die Kinder lernen sich in ihr Gegenüber besser hineinzuversetzen, weil sie eine Extraschulung in nonverbaler Kommunikation bekommen. Aber es ist richtig, dass Ines und Thomas sich Gedanken machen. Es geht hier ja nicht nur um das Wohlbefinden des Kindes. Auch der Hund muss sich in der Familie wohlfühlen. Und da ist es ganz wichtig, dass Eltern sich klar darüber werden, was für eine Verantwortung sie als Eltern erwartet. Deshalb möchte Kate zunächst wissen, wie Emilia und Paul im Haus als Team funktionieren. Und welche Aufgaben in der Hundeversorgung das Mädchen bereits übernimmt. Klasse. Also das machen die beiden ja richtig toll schon. Ne? Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, was ein Kind alles mit dem Hund super machen kann in Emilias Alter. Natürlich immer unter eurer Aufsicht. Ne? Prinzipiell stelle ich mir die Frage, inwieweit ich ihr schon Verantwortung zukommen lassen kann im Umgang mit einem Hund oder was sie schon bereit ist, auch zu übernehmen. Das finde ich ganz toll, dass ihr euch da solche Gedanken macht, bevor ihr euch definitiv dafür entscheidet, dass ein Hund hier einzieht. Und genau deswegen habe ich etwas organisiert. Ich würde gerne mit euch und Emilia in eine Hundeschule fahren, die speziell Kinderkurse anbietet, in der Kinder lernen, mit Hunden richtig umzugehen. Ja, super. Ja? Wollen wir da mal hin, Emilia? Ja. Hört sich gut an, ne? Ja. Kate besucht Tatjana, No und deren Katze Kitty. Der Spieltrieb des 8 Monate alten Maine Coon Mixes ist kaum zu bändigen und hält das Paar ordentlich auf Trab. Kaum sind sie von der Arbeit zurück, fordert Kitty ihre Spielzeit ein. So, das hier ist also der Abenteuerspielplatz von Kitty. Ja, genau. Ja, na, siehst du. Und was ist genau euer Problem? Also wir wünschen uns eine zweite Katze für die Kitty, weil wir einfach merken, sie ist so aktiv, sie ist so wild, verspielt. Sie braucht einfach da irgendwo ein Gegenstück. Ja. Generell eine gute Idee. Doch hier gibt es Wichtiges zu beachten. Passt eine Zweitkatze überhaupt zu Kitty? Ja, die ist eine ganz aktive, junge Katze, die will Action und Abenteuer erleben. Sie ist ein Teenie, sie will ja, ganz viele Anregungen bekommen jeden Tag. Und das ist natürlich in der Wohnung so fast gar nicht möglich, sodass man diesem Bedürfnis gerecht werden kann. Ne? Deshalb ist eure Idee, ihr eine zweite Katze zur Seite zu stellen, absolut richtig. Gerade junge Katzen, die man alleine in der Wohnung lässt, während man bei der Arbeit ist, langweilen sich. Und da können sich leider häufig auch Verhaltensproblematiken entwickeln. Katzen fangen dann an, die Beine ihrer Besitzer zu jagen und beißen auch mal. All diese Dinge entstehen durch einen Energieüberschuss. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man sich für eine Wohnungshaltung entscheidet, dass man dann entsprechend dafür sorgt, dass die Katze ausreichend beschäftigt wird. Habt ihr denn bestimmte Wünsche an diese zweite Katze? Ja, also die zweite Katze soll natürlich zu ihr passen. Ja. Aber im Gegenzug wünschen wir auch eine zweite Katze, wo auch mit uns ein bisschen mehr Schmus. Denn Kuscheln gehört nicht zu Kittys Lieblingsbeschäftigungen. Das Paar wünscht sich deshalb einen ruhigen Schmusekater. Doch der passt nicht recht zu Kitty. Wenn wir ihr jetzt so eine Schlaftablette zur Seite gesellen würden, dann würden beide Tiere nicht glücklich werden. Die Schlaftablette wäre genervt und Kitty ja würde sie wahrscheinlich auch terrorisieren. Das wäre keine günstige Passung. Es gibt Katzen, die sind aktiv, lebendig und gleichzeitig kuschelig. Aber so ein Tier zu finden, das könnte schwer werden. Los geht's. Bevor weiter über eine Zweitkatze nachgedacht werden kann, macht Kate den Wohnungscheck. Für zwei Tiere ist genügend Platz. Doch wie steht es um die Beschäftigungsmöglichkeiten? Diesen Kratzbaum nutzt Kitty kaum. Doch Tatjana und No bieten ihrer jungen Katze Alternativen an.
Was ist das denn hier? Das sieht ja lustig aus. Ja, das haben wir gebastelt. Weil wir haben gesagt, sie hat halt keinen Tunnel oder irgendwas, wo sie dann halt durchkriechen können. Und ja, da geht sie ganz gern rein. Dann machen wir ein Mäuschen rein und dann wird da drin gut getobt. Also sowas lieben Katzen, gerade in Kittys Alter. Ne? Diese Abenteuerlust, die wird hier befriedigt. Also das ist eine ganz tolle Sache und zeigt, dass es eben auch gar nicht viel Geld kosten muss. Man muss nicht aufwendig immer was kaufen im Zoohandel. Man kann einfach mal selber ein bisschen kreativ sein und sich sowas überlegen. Das ist ganz toll. Ja. Finde ich sehr gut. Die Wohnung hat leider keinen Balkon. Freigang ist auch nicht möglich. Kate sieht dennoch Möglichkeiten, wie No und Tatjana Kittys Alltag spannend gestalten können. Und hier würde ich noch mal extra einen Kratzbaum kaufen. Der muss gar nicht so hoch sein. Und dann kann man beobachten, was draußen passiert. Ja. Und damit ihr das ungehemmt machen könnt, würde ich mir an eurer Stelle überlegen, vielleicht hier so ein Katzenschutz oder so ein Mückenschutznetz einzubauen, so ein ganz stabiles, das sicher ist, sodass sie eventuell dann, wenn sie hier auch schon so einen Kratzbaum hat, auch noch nach draußen kann und Frischluft schnuppern kann. Also da habt ihr mit ganz einfachen Mitteln für die Katze eine ganz große Bereicherung ihres Lebens geschaffen. Als wir erfahren haben, dass wir die Kratzbäume ans Fenster näher stellen sollen, das ist uns schon ein Licht aufgegangen, weil wir haben den Kratzbaum da ganz anders positioniert. Das macht schon viel mehr Sinn, weil die dann von mehreren Ebenen natürlich aus dem Fenster schauen können. Das war uns vorher so nicht klar. Einiges lässt sich sofort realisieren. Schaut mal, was mir nämlich hier gleich aufgefallen ist, ist, dass hier eigentlich so ein bisschen was fehlt. Also man kann so eine Wohnung, guck mal, guck gleich, ne? Das findet sie gleich spannend, hier ist hier was umgestellt wurde, ne? Also ihr habt in eurer ganzen Wohnung dann Klettermöglichkeiten und Beobachtungsebenen geschaffen. Mhm. Ja, und das ist für eine Katze, die was erleben möchte, einfach ganz toll, um die Zeit zu überbrücken, bis ihr wiederkommt und Zeit habt, mit ihr zu spielen. Mhm. Und das hat noch einen Vorteil. Wenn ihr jetzt zwei Katzen habt, dann können die sich immer auch auf den Weg gehen. Dann kann die eine Katze da hinten liegen und die andere Katze hier. Weil Katzen spielen zwar gerne und kuscheln noch gerne, aber wie bei uns Menschen auch, man möchte auch mal seine Ruhe haben. Auch ein Wildfang wie Kitty. Die Regale sind eine ideale Möglichkeit, das Zimmer für Katzen interessanter zu gestalten. Hier können sie sowohl klettern als auch schlafen. Es ist an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Ist denn unsere Wohnung denn für zwei Katzen geeignet? Also eure Wohnung ist auf jeden Fall groß genug für eine zweite Katze. Was ihr noch so ein bisschen fehlt, ist hier und da eine Prise Abenteuer. Dafür empfiehlt Kate, sich in der Natur umzuschauen. Zweige fungieren als Spielangeln. Tannenzapfen bringen spannende Gerüche ins Haus. Ihr könnt auch im Herbst zum Beispiel mal Blätter mitbringen, die ihr in einen Karton tut, wo sie dann vielleicht nach Leckerlis drin sucht, in diesem Karton. Und das sind so kleine Ideen, ja, die ihr Leben einfach bereichern. Ja, wenn ihr euch bereit fühlt, würde ich euch als nächstes eigentlich ganz gerne mal ein paar, wie ich finde, passende Kandidaten vorstellen. Habt ihr Lust? Ja, sehr super. Gerne. Ja. War schon gespannt. Einen erwachsenen Rhodesian Ridgeback Rüden haben der Rentner Reinhard und seine Frau Gisela bereits. Nun soll eine Hündin dazukommen. Denn einmal einen Wurf Welpen aufziehen, etwas Schöneres kann sich das Paar nicht vorstellen. Also die Welpen sind unheimlich schön anzufassen. Sie sind weich. Die Hunde, die Welpen sind jeder für sich eine eigene Persönlichkeit und ist anders. Und wenn ich das so sehe, dann möchte ich das natürlich auch mal erleben. Welche Herausforderungen auf das Paar zukämen, will Kate den beiden heute bei der Rhodesian Ridgeback-Züchterin Heidrun Spengler zeigen. Die hat gerade 9 Welpen im Haus. Ihre 7 Wochen alten Hunde bieten einen realistischen Anschauungsunterricht für die Welpenpflege. Welpen sind niedlich anzusehen. Alle Menschen finden Welpen toll. Aber zum Züchten gehört viel mehr dazu als nur Welpen streicheln. Jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, selber züchten zu wollen, sollte einmal zu einem erfahrenen Züchter nach Hause fahren, sich genau zeigen lassen, was da an zeitlichem Aufwand auf einen zukommt. So kann er viel besser und bewusst entscheiden, ob das wirklich eine gute Idee ist oder ob man es lieber bei dem eigenen Hund belassen sollte. Heidrun hat über 30 Jahre Zuchterfahrung und blickt auf eine ganze Schar Hundewelpen zurück. Ihr aktueller Wurf wird frühestens in 2 Wochen das Haus verlassen. Welpenaufzucht ist ein Kraftakt. Du hast in der Anfangsphase sicherlich, das ist ein Job rund um die Uhr.
Später wird es etwas weniger, aber da kannst du nachts dann schlafen. Dann beschränkst du dich von morgens um 6 bis abends um 24 Uhr. Aber am Anfang bist du tatsächlich rund um die Uhr beschäftigt. Das bedeutet in erster Linie putzen, putzen und nochmals putzen. Bis die Welpen stubenrein sind, fallen täglich mehrere Maschinenladungen, Wäsche und unzählige Einwegdecken an. Je agiler die Kleinen werden, desto größer wird auch ihr Radius und das zu putzende Gehege. Und wie oft machst du das? Mindestens jeden Morgen. Mhm. Und wenn sie kleiner sind, ein paar Mal am Tag. Weil sie dann öfter also nicht auf die Toilette püschern, sondern dass sie dann doch zwischendurch püschern. Und dann musst du natürlich, habe ich den Eimer da stehen und dann wird das sofort weggewischt. Ja, ja, es ist viel Arbeit. Es ist auch ein großes, ja, wie soll man sagen, Gehege oder sowas. Und jeden Tag ein- bis zweimal, sagt der Heidrun, muss das sauber gemacht werden. Aber da wir ja beide zu Hause sind, ich denke, das könnte man schaffen. Eine Pause gibt's noch lange nicht. Die Welpen haben Hunger. Ruckzuck! Heidrun passt genau auf, dass jeder Welpe seine Portion abbekommt. Die Gewichtszunahme und das Wachstum hat sie dabei genauso im Blick wie die Hinterlassenschaften. So, Rainer, dann kannst du schon mal die Häufchen sammeln. Du meinst, ich soll schon üben? Da kannst du schon mal üben. Denn nach der Fütterung lösen sich die Kleinen. Bei 9 Welpen hat Reinhard einiges zu tun. Sind die körperlichen Bedürfnisse befriedigt, wollen die Welpen gefördert werden. Sie erkunden ihre Welt spielerisch. Heidrun, das ist ja sehr interessant hier für die Welpen, dieser Spielplatz, die Wippe und das Schaukelbrett. Was beabsichtigt man denn damit? Einmal Geräusche, das Wackelbrett, das knallt und bumst. Dann Balance halten, verschiedene Untergründe. Du gehst vielleicht auch mal später, geht der Neubesitzer mit seinem Hund mal irgendwo spazieren, wo was Wackeliges ist, irgendwo nicht ganz fester Untergrund ist. Und dann haben sie das im Welpenalter letztendlich alles schon einmal kennengelernt. Je mehr unterschiedliche und positive Eindrücke sie gewinnen, desto besser. Guck mal, da ist so eine Röhre. Da kann man sich drin verstecken. Da kann man jemanden austricksen und plötzlich einen Überraschungsangriff starten, indem man da rausgeflitzt kommt. Mhm. Das schult natürlich auch ganz viele soziale Fähigkeiten der Hunde. Und das ist auch der Grund, warum dieses Miteinander lange beim Züchter bleiben auch so wichtig ist. Dass die in einem vertrauten, ruhigen Umfeld aufwachsen, in dem sie ganz viel Möglichkeit haben, das arteigene Verhalten zu lernen, aber auch Vertrauen zum Menschen eben halt zu gewinnen. Sehr interessant. Auch die Feinheiten der Hundekommunikation müssen die Kleinen lernen. Das geht am besten im Spiel mit Geschwistern. Wichtig ist aber auch der Umgang mit erwachsenen Hunden. Körpersprache, Mimik und Lautäußerungen sind vielfältig. Ein guter Züchter muss umfassende Kenntnisse über das Verhalten von Hunden besitzen. Du siehst schon, in so einem Kampfspiel kann das manchmal ganz schön heiß hergehen. Ne? Also da wird auch ordentlich ausgetestet, wie viel verträgt eigentlich mein Spielpartner. Und dann kippt so ein Spiel auch mal ganz schnell von Spiel in Ernst, weil man plötzlich wütend wird, weil der andere zu fest zugepackt hat. Da wird dann ganz empört geschrien und dann wird man richtig wütend. Und so lernen die Welpen im Spiel miteinander, wie fest man zubeißen darf, wie doll das eigentlich auch wehtut, wenn man selber gebissen wird. Und deshalb ist dieser Kontakt untereinander so wichtig und dass die Welpen das auch dürfen. Eingreifen ist hier eigentlich nie nötig. Aber diese Verhaltenskenntnis, die muss ein Züchter unbedingt haben vom Welpenverhalten. Dafür gibt es extra spezielle Züchterseminare, die man besucht und die in vielen Vereinen, und das macht auch wirklich Sinn, auch Pflicht sind, oder Heidrun? Bei uns im Verein, also wir sind im Rudi-Simplitz-Spielclub Deutschland, es ist Pflicht, also du musst vor dem ersten Wurf überhaupt, musst du ein Züchterseminar besucht haben. Sonst bekommst du gar keine Zulassung für eine Zucht. Gute Welpen auf Zucht ist arbeitsintensiv und erfordert viel Wissen. Doch nur so können wesensstarke, gesunde Hunde heranwachsen. Das wird Reinhard und Gisela klar. Wir haben uns vorher schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass es viel Aufwand ist, ja. Aber in diesem Ausmaße nicht ganz so. So eine Welpenschar, die machen schon Spaß. Aber wenn man die natürlich dann 12 Wochen rund um die Uhr um sich hat, ich glaube, dann geht man auch auf dem Zahnfleisch. Die Einschätzung ist realistisch. Hundewelpen sind eben nicht nur niedlich. Das haben Reinhard und Gisela nun gelernt. Jetzt ist es für das Paar an der Zeit, den Wunsch nach einer eigenen Zucht zu überdenken. Auch wenn es nur ein einziger Wurf sein soll. Ihr habt jetzt ja ganz viel erlebt und erfahren hier die letzten Tage. Was ist so euer Eindruck? Wie soll es für euch weitergehen? Ja, ich komme ins Grübeln. Mhm. In Grübeln Bezug auf Zucht.
ob wir diesen Standard können wir natürlich nicht bieten. Und ich denke, wenn wir nach Hause gehen, dass wir alle Eindrücke erstmal sacken lassen müssen und in uns gehen müssen, um dann zu sehen, wo unser Weg hinführen wird. Die anfängliche Begeisterung hat sich gelegt. Und auch der Wunsch nach einem zweiten Rhodesian Ridgeback will von Reinhard und Gisela noch einmal gut durchdacht werden. Ein Familienhund kann das Leben ungemein bereichern, aber er bedeutet natürlich auch viel mehr Verantwortung und Pflichten für alle Beteiligten. Ich möchte den Eltern der neunjährigen Emir jetzt zeigen, was Kinder in einem Kind-Hund-Kurs alles lernen können und wie viel Verantwortung ein Kind in diesem Alter eigentlich bei der Betreuung des Hundes übernehmen kann. Gemeinsam mit Emilia, ihren Eltern Ines und Thomas, ist Kate auf dem Weg zur Hundeschule von Claudia Wagner. Die Trainerin bietet spezielle Kurse an, in denen die Kids ohne Eltern üben können. Hallo Claudia. Hier kann Emilia ihren Eltern beweisen, wie gut sie mit einem Hund umgehen kann. Unterstützt wird sie von Claudias Australian Shepherd-Hündin Katie. Und es geht direkt los. Du bestimmst die Richtung, wo es lang geht, nicht die Katie. Ne, lass dich von ihr nicht dahin ziehen, wo sie denkt, dass jetzt am meisten Spaß ist, sondern wo du gucken möchtest. Beim Slalom soll das Kind lernen, einen Hund richtig zu leiten. Anfangs werden dafür Leckerchen eingesetzt, um die Aufmerksamkeit des Tiers für das fremde Kind zu gewinnen. Emilia und Hündin Katie absolvieren den Parcours mehrfach. Nach und nach konzentriert sich Katie immer stärker auf Emilia. Ja, sehr schön. Du wirst immer besser oder ihr werdet als Team immer besser, merkst du? Also ich finde, Emilia macht das ganz toll. Was meinst du? Ja, sie schafft es doch immer wieder, dass sie mich überrascht. Also als ob sie das schon jahrelang machen würde mit dem Hund. Aha. Und es ist ein fremder Hund, aber die kommt mit dem ganz gut zurecht und das finde ich toll. Ja, was man auf jeden Fall deutlich sehen kann, ist, dass Emilia ein tolles Gefühl für Tiere hat. Ne? Also sie baut schnell einen Draht auf und weiß, wie sie sich verhalten soll. Ich bin begeistert. Also sie macht das super und sie hat sich auf den Hund konzentriert. Und ich bin ganz erstaunt, dass sie überhaupt fähig ist, sich so zu konzentrieren. Weil eigentlich ist sie eher so wibbelig, aber das hat sie gut hingekriegt. Ja. Dass die Kinder alleine mit den Hunden üben und die Eltern nur zuschauen, gehört zum Konzept. Hier lernen sie nicht nur, dass sie das Verhalten des Hundes richtig einordnen lernen, sondern ihnen wird auch gezeigt, wie sie so einen Hund anführen können. Also wie der Hund ihnen gehorcht, wie sie zu einem tollen, interessanten Partner für den Hund werden. Und sie lernen dabei auch ganz viel über sich selber. Also zum Beispiel, wie sie ihre Körpersprache ganz bewusst einsetzen können, damit der Hund sie auch als interessant wahrnimmt. Mhm. Es gibt eine Studie, die hat sogar herausgefunden, dass überdurchschnittlich häufig Klassensprecher oder Schulsprecher zu Hause einen Hund haben. Das zeigt, dass Hunde tatsächlich das Einfühlungsvermögen von Kindern enorm schulen können. Bei einem solchen Kursus, da beschäftigen sich Hund und Kind miteinander. Sie arbeiten zusammen, sie erarbeiten sich etwas, neue Tricks oder bewältigen zusammen eine Aufgabe. Ja, und wenn man zusammen eine harte Nuss knackt, dann ist das etwas, was einen fürs Leben bindet. Und genau darum geht es. Hund und Kind entwickeln eine schöne Bindung zueinander. Du denkst dran, dass du die Hand über dem Brett hast, ja? Die zwei sind inzwischen ein eingespieltes Team. Prima, Emilia. Sehr gut. Na, Emilia, macht es dir Spaß? Ja. Ja? Was kann ein Kind schon machen in dem Alter mit einem Hund? Sie ist vor allen Dingen für Kuscheln und Spielen zuständig, in dem Alter noch. Später, wenn sie dann so 14 Jahre alt ist, dann kann sie auch mit ihm spazieren gehen alleine. Bis dahin müsstet ihr immer dabei sein. Okay, Emilia, dann probierst du jetzt mal, ob du die Katie zwischen den Reifen zum Sitzen kriegst. Die Übungen werden immer schwieriger. Für Hund und Kind. Sehr gut gemacht. Prima. Jawohl. Das hast du so gelenkt, dass sie sich nach hinten absetzen kann. Super. Wichtig ist, dass Kind und Hund einander absolut vertrauen. Nur dann haben sie Erfolg und Spaß. Willi ist eine kleine Schüsselin. Ne? Die hat alleine Angst zu Hause, ne? Wenn es dunkel ist. Und da sagt sie, wenn ich einen Hund habe, dann habe ich keine Angst. Dann kann ich auch mal alleine zu Hause bleiben am Abend. Dann könnte sie mal eine Stunde irgendwo hingehen. Was. Ich habe einen Hund, da fühle ich mich sicher. Ne? Und das ist eigentlich das, was ich toll finde. Ne? Selbst wenn wir vielleicht eigentlich ein Schaf im Wolfspelz zu Hause wohnen haben, das weiß der potenzielle Einbrecher ja nicht. Das schreckt so ein Hund tatsächlich ab. Das ist immer noch die beste Alarmanlage, ein Hund zu Hause. Und er gibt uns auch ein persönliches Sicherheitsgefühl. Emilia wünscht sich einen Welpen.
Das könnte aufgrund der Schichtdienste der Eltern passen. Es wäre immer ein Erwachsener für die zeitintensive Betreuung zu Hause. Doch kommt ein Hund nun wirklich in Frage? So, wie sieht's denn bei euch aus? Konnte Emilia euch überzeugen, dass sie das gut hinkriegen würde mit dem Hund? Ja, hat sie es eigentlich geschafft. Damit hat Emilia nicht gerechnet. Mir ist klar geworden, dass die Emilia sehr gut zu dem Hund passt, beziehungsweise ein Hund sehr gut zu Emilia passen würde. Und dass ich ihr auch mittlerweile zutraue, dass sie da sich einbringt in die Erziehung und im allgemeinen Umgang. Die Tendenz geht jetzt zu einem Hund. Ne? Nicht bloß, weil ich der Emilia einen Gefallen tun will, sondern weil ich glaube, dass es uns als Familie, dass das eine Bereicherung ist. Na Emilia, was sagst du denn dazu? Das hört sich doch ganz gut an, oder? Ja, also ich freue mich. Schön. Gut, falls ihr euch wirklich dazu entscheiden solltet, dass ein Hund bei euch einzieht, dann würde ich euch Folgendes empfehlen. Setzt euch alle nochmal zusammen und schreibt auf wirklich, was jeder sich vom Hund erwartet und wie der Hund erzogen sein soll, damit es am Ende auch alles zum schönen Zusammenleben kommt, so wie ihr euch das vorstellt. Und dann guckt euch Züchter an, von der Rasse, die euch interessiert. Fällt gemeinsam die Entscheidung, die definitive Entscheidung, und dann freue ich mich, von euch zu hören. Was die Familie jetzt noch nicht weiß: Emilias Hundewunsch wird sich schneller erfüllen als gedacht. Corinna und Schandor sind nervös. Die Vergesellschaftung ihrer 5 Kaninchen steht kurz bevor. Die Gruppenzusammensetzung ist nicht ideal. 4 kastrierten Hasen steht eine Häsin gegenüber. Beim ersten Versuch einer Zusammenführung wurde Balu am Ohr verletzt. Corinna fürchtet nun neue Kämpfe. Ja, die schlimmsten Bilder wären eigentlich, dass irgendein Kaninchen blutend in der Ecke liegt oder halt irgendwie ein Stück vom Ohr fehlt. Ja, sowas dann eben halt. Dass halt das blutig halt ausgeht. Das wären so meine schlimmsten Befürchtungen. Dass Corinnas Sorgen berechtigt sind, weiß auch Tanja Hoppmann. Seit vielen Jahren bemüht sich die Tierschützerin um bessere Haltungsbedingungen für Kaninchen und hilft bei Vergesellschaftungen. Heute sorgt sie mit Kate für gute Voraussetzungen bei dem schwierigen Vorhaben. Ihre Prognose? Aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt mal sagen 50-50. Auf jeden Fall muss man die Rammler gut im Blick halten. Ich persönlich glaube, mit der Häsin wird es keine Probleme geben. Aber bei den Rammlern muss man einfach mal gucken. Ich denke, in jedem Fall Kämpfe. Ob man abbrechen muss, wird man sehen, aber schwierig. Kate hat für die Zusammenführung den Keller ausgewählt. Bei so territorialen Tieren wie Kaninchen ist ein neutraler Raum wichtig, der noch nicht als Revier markiert wurde. Rutschfester Boden, mehrere Toiletten und viele große Häuschen mit mehreren Ausgängen zum Verstecken gehören zur notwendigen Ausstattung. Dann kommt der große Moment. Na Corinna, und wie geht's dir jetzt? Oh, ja, ich bin gerade ziemlich aufgeregt. Mhm. Mein Puls ist extrem hoch, mein Herzschlag ist auch sehr schnell geworden. Mhm. Verstehe ich alles. Ganz wichtig ist, dass wir Menschen ruhig bleiben. Denn unsere Aufregung überträgt sich sofort auf die Tiere. Okay. Also wenn jetzt hier gleich irgendwie wildes Theater stattfindet und dann hampeln hier auch noch Menschen aufgeregt dazwischen rum, dann überträgt sich das natürlich noch mehr auf die Tiere. Und deswegen versuchen wir jetzt alle ganz ruhig zu bleiben. Okay. Und erst mal laufen zu lassen. Ne? Also ich würde sagen, Tanja, wollen wir mal aufmachen? Und du lässt sie auch gleichzeitig auf den Boden, wenn die anderen hier rauskommen. Alle 5 Kaninchen sind frei. Jetzt ist alles möglich. Die schlimmsten Sachen, die passieren können, ist, wenn man die Tiere zusammentut und die sich sofort einfach unsympathisch sind und sofort aufeinander losgehen und sich ineinander verkeilen und sich dann jagen und rennen und sich also Augenverletzungen sind das mit das Schlimmste. Oder halt einfach richtig tiefe Wunden. Wenn die sich verbeißen und der andere rennt weg und dann, das kann halt passieren. Jetzt heißt es Daumen drücken. Die 3 älteren Rammler lassen Balu bislang in Ruhe. Sie sind erstmal damit beschäftigt, den Raum zu erkunden und das neue Revier zu markieren. Doch wie lange hält der Frieden an? Balu jedenfalls ist mutig und hoppelt neugierig herum. Wenn es so bleiben würde, wäre es super, aber... Ja, so ein bisschen Rangordnung klären wird schon noch kommen, ja. Was aber auch nicht schlimm ist. Ne? So rammeln ist völlig in Ordnung, weil das
hat quasi so, ne, hey, ich bin dein Chef oder... Dominanz zeigen. Genau, oder so, genau. Und das muss auch einmal, es ist auch gut, wenn es geklärt ist. Es ist ganz wichtig, dass man das laufen lässt, dass man dann nicht immer eingreift. Das ist so, ganz oft verlieren dann die Leute die Nerven und reißen die Tiere auseinander, nur weil die sich gegenseitig berammeln. Und dann müssen sie immer wieder bei Null anfangen. Und dieses ständig neu anfangen, das stresst die Tiere ungemein. Und das sollte man eben halt deswegen tunlichst vermeiden und sie okay. einfach mal in Ruhe lassen am Anfang. Fällt schwer, aber dafür hast du ja Tanja und mich ja, dabei. Ja, Gott sei Dank. Jetzt markiert auch Balu und drängt sich dann zwischen die alten Jungs. Ob das gut geht? Ruhig bleiben. Ja. Vor einigen Wochen war Balu noch das Opfer. Nun dominiert er die älteren Kaninchen Finley und Gizmo. Ob sich die beiden das aufdringliche Verhalten des Grau-Weißen gefallen lassen? Balu tritt hier eindeutig mit dem größten Selbstbewusstsein auf. Bei dem ersten Versuch der Zusammenführung, da wurde er überhaupt nicht akzeptiert. Und jetzt, ein paar Monate später, ist er ein ernstzunehmender Rammler geworden und versucht hier wirklich deutlich zu machen, dass er das ranghöchste Tier ist. Und keiner hat Widerworte. Dieses Bespringen ist okay und weit entfernt von aggressiven Machtkämpfen. Jetzt läuft es ja sehr friedlich ab, sag ich mal. Bleibt das dann jetzt so oder kann sich an der Situation jetzt noch was ändern? Also da kann sich auf jeden Fall jetzt noch was ändern. Also meine Prognose wäre jetzt, weil ich meine, sie sitzen da und sie putzen sich und der eine hat sich jetzt auch ausgestreckt. Würde ich jetzt erstmal sagen, es sieht gut aus, okay. aber vor allem in den Abenddämmerungen und in den Morgenstunden kann es auch noch mal zu ein bisschen Rangeleien kommen, die Jagdeleien kommen. Okay. Und auch wenn du jetzt morgen früh hier überall Fell findest, ist das nicht schlimm. Der Anfang ist schon mal geglückt. Ja, gut. Jetzt heißt Daumen drücken, dass es so bleibt. Das wäre super. Eine komplette Entwarnung kann es aber noch nicht geben. Die Hoffnung war natürlich da, oder ist sie ja auch immer noch, dass wirklich alles super abläuft. Und es ist ja bis jetzt auch alles super friedlich abgelaufen. Zwischendurch, klar, dann denkt man natürlich, naja, hoffentlich bleibt es jetzt so. Es sind halt immer so gemischte Gefühle, weil es sind halt Tiere und man steckt nicht drin und man weiß ja nie letztendlich, wie es ausgeht. Man kann ja immer nur hoffen, dass es gut ausgeht. Die nächsten 3-4 Tage sind entscheidend. So lange müssen die 5 noch im neutralen Freilauf bleiben. Gut überwacht von Corinna und Shandor. Geht weiterhin alles gut, haben sich 5 Freunde gefunden. Ein paar Tage später habe ich von Corinna leider eine traurige Nachricht erhalten. Die beiden Rammler, Gizmo und Balu, haben sich immer wieder heftig bekämpft. So heftig, dass Balu sogar schwer verletzt wurde und zum Tierarzt gebracht werden musste. Die Vergesellschaftung ist damit leider gescheitert. Die Suche nach der passenden Zweitkatze für Wildfang Kitty beginnt. Verschmust und ruhig soll das Tier sein, aber dennoch gut mit dem Katzenteenie harmonieren. Kate will Tatjana und No im Tierheim Aachen passende Kandidaten vorstellen. Wir sind sehr aufgeregt, ja. Also Pegel 10 bis 1 oder 1 bis 10, 10 ist natürlich am höchsten, ist es schon eine 9,5. Bei Tierpflegerin Steffi Baum sind die beiden genau richtig. Sie kennt hier im Tierheim alle Katzen und deren Eigenarten. Für Kitty würde ich mir eine Katze wünschen, die ungefähr das gleiche Alter hat wie sie selbst. Als Teenie, da ist man noch offener. Für neue Erfahrungen, aber auch für neue Freundschaften. Die schließt man da einfach schneller. Ja, und dann sollte das Temperament natürlich stimmen. Und wenn sie dann auch noch verschmust ist, das, was sich ja Tatjana und No wünschen, dann haben wir wirklich einen Treffer ins Schwarze gelandet. Das ist die Bailey. Ist so eine ganz liebe, die weiß nur, was sie möchte. Also wenn sie keine Lust hat, mit dem Menschen was zu tun zu haben, dann zeigt sie das auch. Sie ist eine Wohnungskatze, allerdings eher eine Einzelkatze. Und sie zeigt sich hier auch relativ dominant mit den anderen Katzen. Also ich denke, dass das nicht ganz so optimal wäre. Schade, denn optisch entspricht Bailey mit ihrer grau-weißen Musterung genau dem Geschmack des Paares. Doch zur verspielten Kitty passt diese Katze nicht und das hat Priorität. Also geht die Suche weiter. Das ist die Luna. Die, sie ist leider schon ein bisschen älter, sie ist schon 10 Jahre alt. Für sie suchen wir ein Zuhause, was eher ein bisschen ruhiger ist. Ja, die gefällt dir, ne? Ja, merkt man gleich. Ja.
Das ist eben halt das, was ihr euch eigentlich wünscht. Ne? Mhm. Das ist eine Katze, die sehr verschmust ist. So. Kitty ist eben halt noch ein wilder Feger. Ja. Aber ich glaube, da will Kitty nicht wirklich glücklich mit werden. Und sie auch. Luna wahrscheinlich auch nicht mit Kitty. Also da sollten wir noch mal ein bisschen weitersuchen. Mhm. Tierpflegerin Steffi hat aber noch einen Trumpf in der Hinterhand. Vor 10 Tagen wurde diese Katze in Aachen gefunden und im Tierheim abgegeben. Das ist Pipo, das ist ein junger Kater, der ist geschätzt auf 10 Monate. Mhm. Und ist sehr lieb und sehr aufgeweckt. Tatjana und No gehen auf Tuchfühlung mit dem Kater. Ja, sie hat den süßen Schnurrbart, das ist sehr goldig bei ihr. Aber diese entspannte Art, wie sie jetzt hier so von sich gibt, ist es schon mal ein gutes Signal, gell? Wo wir dann sagen können, das ist schon mal eine Katze, wo jetzt hier Kitty auch ebenbürtig sein kann. Doch da war ja noch der Wunsch nach einer verschmusten Katze, mit der das Paar kuscheln kann. Ist sie auch menschenbezogen? Sucht sie auch diesen aktiven Kontakt? Er ist sehr menschenbezogen. Beim Füttern und beim Saubermachen kommt er immer an und will mit einem kuscheln und streift einem um die Beine. Ja. Also er sucht schon sehr den Kontakt zum Menschen. Ich finde auch, er ist, wird auf mich eher auch verschmust. Also dass er das wirklich mag, wenn er angefasst wird. Ne? Also, ne, das ist mir gestern bei Kitty schon auch aufgefallen. Man möchte sie so gerne streicheln, weil sie so niedlich aussieht. Aber Kitty hat da gar nicht so viel Interesse dran eigentlich. Ja. Anders ist es bei ihm. Ne? Also er findet es schon großartig, wenn man ein bisschen mit ihm kuschelt. Doch auch Pipos Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Passt er wirklich zu Kitty? Steffi, meinst du denn, dass er so einer Energiebündelkatze gewachsen ist? Ich denke schon, dass ihm das gut tun würde, dass er dann auch so ein bisschen aufblühen würde, noch, wenn er so ein Energiebündel noch zu Hause hat. Also ich denke, das würde vielleicht ganz gut passen. Mhm. Ich vermute, dass die beiden sich für Pippo entscheiden werden. Sie werden jetzt ein bisschen Zeit bekommen, mal mit ihm ganz alleine zu sein, ihn noch näher kennenzulernen. Und dann bin ich gespannt, was sie sagen werden. Aber ich glaube, mein Gefühl sagt mir, das wird was. Pippo wickelt Tatjana und No ganz leicht um die kleine Kralle. Guck mal. Und auch der Kater genießt sichtlich die Nähe zu dem Paar. Na, das sieht ja so aus, als hättet ihr euer Herz verloren. Kann das sein? Ja. Ist hier schon eine Entscheidung gefallen? Ja, wir werden Pipo mitnehmen. Ach, echt? Ja. Schön. Also wir haben auch wirklich auch sehr lange darüber nachgedacht und uns auch wirklich viele Punkte überlegt, ob das funktioniert, ob nicht funktioniert. Und es ist einfach das Gesamtpaket, was der Pippo jetzt hier mit sich bringt. Und das passt einfach perfekt zu uns und zu der Kitty. Super. Also ich bin ganz glücklich darüber, weil ich denke nämlich auch, dass Pippo hat sich hier wirklich von seiner Schokoladenseite gezeigt. Er hat auch mein Herz gewonnen. Also der ist wirklich süß. Schon am nächsten Tag können Tatjana und No ihre neuen Mitbewohner abholen. Wir sind super glücklich, dass heute Pippo bei uns einziehen kann, dass Kitty auch einen Spielgefährten in Pippo dann bekommt. Endlich hat das lange Warten ein Ende und wir freuen uns einfach riesig. Und zu einer kleinen Familie kommt jetzt der Pippo noch dazu und dann sind wir alle zusammen ein ganz großer. Oh nein, da ist er ja. Oh nein. Jetzt auf die Reise. Was musst du da drin bleiben? Pippo. Jetzt geht's auf große Fahrt. Fein, Pippo. Happy End für alle 4. Tatjana und No sind glücklich, Kitty bekommt endlich Gesellschaft und Pippo hat ein neues Zuhause gefunden. Das nächste Mal beim Haustiercheck? Das Warten hat ein Ende. Emilias Herzenswunsch geht in Erfüllung. Ein Welpe zieht ein. Außerdem, Jana und Ivan wünschen sich ein süßes Katzenbaby. Kate möchte sie aber auch für ältere Katzen begeistern. Und Motivationscoach Britta sucht zusammen mit Kate einen passenden Co-Trainer auf 4 Pfoten.